Ich habe mich das letzte Mal heute vor einer Woche genau gemeldet. Ich musste gerade nochmal nachgucken. Ich habe es mir nicht gemerkt, weil es mir schon wieder viel, viel länger herkommt. Also es kommt mir vor, als wäre es schon viel, viel länger her. So. Gott, die Sonne scheint. Was passiert hier? Es ist eigentlich in der Woche nichts Spannendes weiter passiert. Ich hatte ja Dienstag frei. Bin Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag ganz normal arbeiten gewesen und hatte dann Sonntag wieder frei. Die ganze letzte Woche war auch in Ordnung. Ja, keine Ahnung, gibt es gar nichts Spannendes weiter zu sagen. War in Ordnung. Diese Woche hätte ich eigentlich 6 Tage gearbeitet, aber das wurde mir am Sonntag auch schon geschrieben, dass ich Freitag frei habe. Das heißt, ich gehe diese Woche nur 5 Tage arbeiten, was ganz gut ist. Das war ja das letzte Mal, als ich 6 Tage hätte arbeiten müssen. Genauso, da wurde mir dann Donnerstagabend geschrieben, dass ich Freitag frei habe. Und damit war ich dann auch nur 5 Tage arbeiten, was irgendwie ganz gut ist. Ich meine, ja, 6 Tage arbeiten ist dann auch für 6 Tage Geld, aber wenn ich dann mal wieder ein bisschen mehr frei habe, ist es für mich auch nicht schlimm. Also wie gesagt, ich will da nicht immer alles aufs Geld ziehen oder so. Ich weiß, so ist das Leben, und aber es nervt halt. Deswegen will ich mich nämlich am Freitag auch mit einer Freundin treffen, weil wir uns schon so lange treffen wollten und das immer irgendwie nie geklappt hat. Entweder weil ich halt immer so doof arbeiten war oder gearbeitet habe, oder sie halt, wenn ich frei hatte, musste sie aber irgendwie bis spät arbeiten und keine Ahnung, war immer schwierig. Ja, und jetzt haben wir für Freitag, oder hatte sie einen langen Arbeitstag oder I don't know, auf jeden Fall haben wir uns jetzt für Freitag irgendwie entschieden. Ich hoffe, das klappt auch alles, weil sie ja schließlich nicht an meinem Geburtstag da war und so. Dass man das so ein bisschen, dass man sich halt nochmal sieht und so. Ich habe gerade Ramen gegessen. Wow, ich esse nur noch Ramen. Aber ich habe was ausprobiert. Und so habe ich das bei Pocket Hazel im Video gesehen. Das Video ist schon ein bisschen älter, aber ich gucke ja momentan relativ viele alte YouTube-Videos irgendwie. Von Anfang des Jahres und so. Weil ich ja nicht hinterherkomme. Und da hatte sie was nachgemacht aus dem Film Parasite. Und zwar waren das irgendwie Neoguri-Nudeln und Chapaghettis oder so. Zusammen hießen die irgendwie Shaguri oder so. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall habe ich meinem Papa damit so ein bisschen, weil ich meinem Papa das Video auch nochmal gezeigt habe, und dann hatte er da auch richtig Bock drauf. Und dann war mein Papa am Samstag mit meinem Cousin zusammen im Asiamarkt und hat dann die Nudeln mal gekauft zum Ausprobieren. Und das haben wir jetzt ausprobiert. Und jetzt haben wir das halt gemischt und haben das jetzt genauso gegessen. Und haben das jetzt genauso gemacht, wie Hazel das gemacht hat. Und ich muss sagen, es war sehr lecker. Ich muss dazu sagen, ich finde die Samyang-Nudeln trotzdem noch ein bisschen besser. Die Samyang-Nudeln sind die scharfen Nudeln, für die Leute, die es nicht wissen. Wovon es ja die scharfen und die zweimal scharfen gibt. Da, wo ich auch schon Videos drüber gemacht hatte. Die finde ich geschmacklich trotzdem noch besser, weil das, ich glaube, die Chapaghettis würde ich so geschmacklich auch gut finden. Ich glaube auch die Neoguris, wenn ich die Flakes bei den Neoguris, heißen die so, ich bin gerade, naja, ich habe euch die Bilder bestimmt eingeblendet irgendwie. Wenn ich da auf jeden Fall die Flakes weglassen lassen würde, weil das ist halt Fisch, also steht ja auch drauf, Seafood and Spicy. Das Spicy ist gut, aber das Seafood, ihr wisst ja wahrscheinlich mittlerweile, dass ich keinen Fisch mag, so gar nicht. Also es gibt ganz wenig. Früher habe ich Fischstäbchen gegessen, ich glaube mittlerweile würde ich nicht mal mehr Fischstäbchen essen. Das Einzige, was ich immer gegessen habe, war von Nordsee diese Garnelen. Aber einfach, weil da so fett Panade drum ist und dass die Panade halt geil schmeckt. Aber das esse ich halt auch nicht so oft und ist jetzt auch nicht so, also ne, ich bleibe dabei, Fisch ist halt einfach nicht mein Ding, so. Und ja, das hat mir schon am Anfang so doll nach Fisch gestunken. Also für mich stinkt das halt einfach. Aber es hat jetzt nicht so doll nach Fisch geschmeckt. Aber es war trotzdem so ein Nachgeschmack von Fisch dabei, was mich so ein bisschen gestört hat. An sich waren es übel lecker. Waren auch angenehm scharf, waren nicht zu doll scharf. Ich glaube, wenn man das Gleiche nochmal macht und halt stattdessen einfach bei den Neoguri die Fischflakes sozusagen weglässt, also die Flakes halt einfach, ich glaube, dann wäre das schon in Ordnung. Bin ich mir irgendwie ziemlich sicher. Ja, also dann würde es mir, glaube ich, sogar noch besser schmecken. Mein Papa hat auch von Samyang noch die Käsenudeln geholt in dem Asiamarkt. Er hatte noch 2 Sachen geholt, die er ausprobieren und kosten wollte. 2, 3 Sachen irgendwie. Und dann hatte er sich noch, die Samyang-Käsenudeln, die ja auch scharf sein sollen, aber auch lecker sein sollen. Schade, dass er nicht noch die Carbonara mitgenommen hat, weil die wollte ich ja auch mal probieren. Ich wollte eigentlich mal von Samyang alle Sorten probieren, sei es Käse, sei es Carbonara, was weiß ich, also diese rosane Verpackung. Jetzt haben wir halt diese gelbe Verpackung.
Mal gucken. Ich meine, vielleicht fahren wir jetzt öfter in den Asiamarkt, weil der gar nicht so weit weg ist. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Ich liebe Ramen. Außerdem kriegt man die da günstiger, als wenn man die auf Amazon bestellt. Auch wenn wir immer ein ganzes Pack bestellt haben, aber es ist definitiv günstiger. Wenn wir jetzt öfter in den Asiamarkt gehen, dann kann ich mir vielleicht auch für mich immer coolere noch Instant-Nudeln immer mitnehmen. Weil meine kriege ich in letzter Zeit irgendwie immer nicht. Ich hole meine eigentlich immer bei Edeka, aber irgendwie gibt es die schon die letzten 2, 3 Wochen nicht. Und ich hatte zum Glück immer irgendwie noch mindestens 1, 2 Packungen da. Also es hat immer ganz gut funktioniert. Aber ja, jetzt habe ich die gar nicht mehr da. Mal gucken. Ansonsten muss ich mir die bei Amazon umstellen, aber das ist ja mir auch eigentlich zu teuer. Oder ich muss halt jetzt wirklich umsteigen auf andere Nudeln. Ja, weil ich mir die ja immer als Nudelsuppe mache. Deswegen keine Ahnung, mal gucken. Irgendwie wollte ich euch das nur kurz erzählen. Auch super unspannend eigentlich. Letzte Woche Mittwoch und Sonntag kamen auch Videos online. Es waren ja Vlogs. Jetzt müsste eigentlich morgen ein Hauptvideo online gehen. Ich habe das ja schon gestern angefangen zu schneiden. Das ist ja mein Rahmenvideo, also Instant-Nudeln, halt, wo ich die normal scharfen probiert habe, die schwarzen von Samyang. Ich habe das gestern angefangen zu schneiden, vorher kam ich halt einfach nicht dazu. Obwohl ich gestern so früh Feierabend hatte, weil ich ja nur von 9 bis 14 Uhr gearbeitet habe, dachte ich, oh ja, ich habe ganz viel Zeit, das zu machen, aber hatte ich nicht. Also ich habe halt irgendwie, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte, hatte ich so Hunger und la, und ich bin halt auch erst später hier zu Hause angekommen, als ich wahrscheinlich normalerweise hätte ankommen können, weil ja, ich irgendwie dann doch noch länger Zeit vertrödelt habe auf Arbeit und so. Naja, keine Ahnung. Und irgendwie hatte ich dann noch so viel mit meinem Papa gequatscht und dann haben wir Abendbrot gegessen und dann war ich nach dem Abendbrot aber so müde und wollte mich eigentlich hinlegen und dann dachte ich, das ist so schwachsinnig, weil dann kann ich heute Abend nicht pennen. Und dann ja, habe ich mich doch ein bisschen noch an mein Video gesetzt, bin aber nicht fertig geworden, den Rest wollte ich eigentlich heute machen. Na, vor Arbeit, wie wir sehen, mache ich nichts, da esse ich Nudeln. Aber ich werde es dann einfach nach Arbeit machen. Ich muss morgen wieder, glaube ich, genauso auf Arbeit sein wie heute, also um 12. Das heißt, ich kann ein bisschen länger schlafen sozusagen. Und dann kann ich mich heute bis in die Nacht quasi reinsetzen und das Video fertig machen. Und entweder schaffe ich es noch, weil ich habe ja Spätschicht, das heißt, ich komme halt erst so spät zu Hause an, aber entweder schaffe ich es noch, das Video dann auch gleich hochzuladen, oder ich muss es dann halt morgen früh machen und dann alles einstellen, dass dann morgen 14 Uhr das Video online geht. Weil für Sonntag den Vlog kriege ich ja hin, weil ich ja Freitag frei habe, aber es war jetzt halt schwierig für das Video für Mittwoch. Ich muss auch noch gucken, wie ich das dann nächste Woche mache, aber da kommen ja eh wieder Mittwoch und Sonntag Vlogs, das heißt, es müsste relativ entspannt sein und ganz gut funktionieren. Aber wer weiß, meine Mama hat mir auch am Sonntag die Haare geflochten. So wie sie das bei mir als Kind immer gemacht hat. Früher als Kind hat sie mir richtig viele geflochten. Jetzt hatte sie mir nur so 4 Stück geflochten, damit ich so ein bisschen Locken habe. Und dann hatte ich gestern Locken. Ich habe die mir, also die waren gestern Abend auch nur noch ganz relativ, also ne, auch schon relativ wenig. Ich hatte mir kein Haarspray reingemacht und heute Morgen habe ich die halt mehr oder weniger rausgekämmt. Also man kann noch ganz leicht was erahnen, dass mein Haar mal gewellt war. Aber irgendwie war das ganz cool so. Ich meine, ich habe ja meine Haare eh immer zum Zopf. So, vor allem auf Arbeit. Aber es war irgendwie mal wieder ganz cool irgendwie, dass meine Mama mir die Haare gemacht hat. Es war irgendwie voll schön. Und ich dann halt auch mal nicht nur mein langweiliges arschglattes Haar hatte, sondern ja, auch mal wieder Locken hatte. Deswegen wollte ich mich eigentlich nur mal kurz wieder melden. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts Spannendes zu sagen. Gestern war einfach nur ein super stressiger Tag, weil es so unendlich voll war. Bin ich halt einfach gar nicht gewohnt auf dem Montag. Ich bin gespannt, wie der Rest der Woche wird. Aber ich glaube, weil umso näher wir jetzt natürlich an Weihnachten rücken, umso schlimmer wird es. Was heißt schlimm? Aber ja, mal gucken. Ich meine, dadurch vergeht die Zeit schnell, aber man kommt halt noch nicht zu dem Kram, den man eigentlich machen will. Ich bin gespannt. Mal gucken, wie es heute wird. Gestern war halt auch mein kurzer Arbeitstag. Jetzt die ganze Woche wird viel, viel länger. Heute 12 bis 20, morgen 12 bis 20, Donnerstag glaube ich 11 bis 19, Freitag ja frei und Samstag glaube ich 10 bis 18 oder so. Ich hätte eigentlich Freitag glaube ich 10 bis 19 oder so gehabt. Aber ja, mal gucken. Bin ich sehr gespannt. Na gut, das war's. Peace. Hi, ich habe das Gefühl, es ist schon wieder gefühlte 100 Jahre her, wo ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Das letzte Mal habe ich mich, glaube ich, vor über einer Woche gemeldet. Ich kann euch gar nicht mehr viel zur letzten Woche sagen. Ich weiß nur noch,
Ich hatte Freitag frei, das wurde mir ja schon, glaube ich, Sonntagabend oder Montag früh. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ich glaube Sonntagabend oder so wurde mir das gesagt, was für mich sehr gelegen kam, weil damit konnte ich mich am Freitag mit einer Freundin treffen. Die eine Freundin, die unter anderem mir auch nicht zu meinem Geburtstag, zu meiner Feier quasi kommen konnte. Ich habe sie dann am Freitag von Arbeit abgeholt. Ich dachte, ich brauche ewig dahin, aber es ging doch schneller als gedacht. Ja, bin dann quasi noch zu ihr auf Arbeit. Ich habe ihr Geburtstagsgeschenk gegeben, weil ich immer, wenn wir uns vorher getroffen, also sie hatte im März Geburtstag, ich hatte im April Geburtstag, lol. Aber immer wenn, wir haben uns jetzt dazwischen schon gesehen, aber ich bin halt so ein vergesslicher Mensch. Ich habe immer, wenn wir uns getroffen haben, vergessen, ihr das Geschenk mitzubringen. Also habe ich das dann erst jetzt gemacht. Sie hat mir dann meins gegeben. Ich werde das Video mit meinen Geburtstagsgeschenken jetzt auch von meinen Mädels werde ich dann jetzt auch am Wochenende abdrehen. Ja, ich hatte mich ja, wie gesagt, letzte Woche, also heute vor einer Woche quasi mit ihr getroffen und das war so schön. Oh, wir haben so viel gequatscht und so und irgendwie ist die Zeit trotzdem gefühlt immer viel zu kurz. Aber vor allem, weil wir, glaube ich, beide momentan nicht so in einer mega happy Lage sind, war das eh ganz schön, dass man sich gesehen hat und quatschen konnte. Ja, naja, wie auch immer. Die Woche war jetzt, Montag und Dienstag war ganz in Ordnung, Mittwoch und Donnerstag. Also vorgestern und gestern waren schon stressig. Ich habe ein bisschen Angst vor heute. Ich hoffe, heute wird nicht ganz so schlimm, weil ich habe dann Samstag und Sonntag und Montag frei. Eigentlich hätte ich auch Dienstag frei gehabt, das hat sich aber schon wieder geändert. Was aber nicht schlimm ist, ich habe dafür Montag, Dienstag, ich habe dafür Samstag, Sonntag und Montag frei. Zwar Dienstag nicht, aber mein Gott. Klar, 4 Tage am Stück frei ist besser als 3 Tage am Stück, aber ich bin schon happy über 3 Tage am Stück. Meine Haut, wie ihr seht, ist immer noch nicht besser. Nicht wundern, ich glaube, das sieht noch ein bisschen weiß aus, weil ich hatte hier noch bis eben Zinksalbe drauf, aber ich dachte für das Video, ja, creme ich die jetzt weg. Ich muss auch in einer Stunde oder in weniger als einer Stunde sogar, muss ich auch los. Aber ich habe gerade ein Paket bekommen, denn ich habe am Black Friday mal wieder bei Hello Bunny bestellt. Ja, das war unter anderem eine Bestellung von mir am Black Friday. Und ihr wisst ja, Hello Buddy Pakete packe ich immer hier aus, so Unboxing-mäßig. Mein letztes Hello Buddy Unboxing ist bestimmt in der Infobox und in der Infokarte, wenn ich es dann finde. Ich habe nämlich das Gefühl, das letzte muss schon wieder eine Weile her sein. Aber ich ja, habe mir, glaube ich, selber wieder ein Set zusammengestellt, wenn ich mich nicht irre. Genau, ich habe mich ja auch mit meiner Freundin am Black Friday getroffen. So. Ich habe mir wieder Sachen bestellt oder als Set zusammengestellt, die ich halt einfach noch nicht habe. Unter anderem, eine Sache habe ich mir bestellt, die ich habe. Und zwar ist das die Coco Clear Matte Detox Mask. You are a clear beauty. Die habe ich zwar schon, aber die ist so gut wie alle. Ich hatte ja auch noch diese ganz alte Verpackung. Ich hole das mal her. Hier, meins war ja noch in so einer Alu-Verpackung. So sah das noch aus am Anfang. Das hier ist das Neue. Und das kleine bisschen, was hier drin ist, ist jetzt mittlerweile auch ausgetrocknet. Also es war ja wirklich nicht mehr viel. Ist jetzt so ein Stück. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal weich kriege. Aber ehrlich gesagt, würde ich es dann auch einfach wegschmeißen, glaube ich. Es hat ja jetzt auch lange genug gehalten, sage ich mal so. Und ich würde dann das Neue benutzen. Ja, weil ich fand die immer ganz gut. Deswegen habe ich mir die nochmal bestellt. Aber jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich noch nicht habe. Wie ihr wisst, bestelle ich mir immer diese ganzen Coco-Sachen. Weil ich von der Reihe gern alles hätte und die eigentlich ganz gut finde. Ich habe die anderen Reihen noch nicht probiert. Aber, ja. Und zwar habe ich mir einmal die Coco Smooth Daily Eye Cream bestellt. Hier steht auch nochmal drauf. Have a smooth day. Weil ich ja momentan total auf Augencremes bin. Was heißt momentan? Schon eine ganze Weile. Und dann dachte ich mir, geil, wenn Hello Buddy eine Augencreme hat, dann müsste ich die auch mal ausprobieren. Die kommt in so einer Tube. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht beim Auftragen. Vor allem jetzt gerade, wo die so kalt ist, ist das ganz geil. Weil Augencremes machen ja auch richtig viele Leute immer in den Kühlschrank, weil das irgendwie angenehmer ist. Aber ich habe meine Sachen nie im Kühlschrank. Lol. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Die Sachen hier habe ich euch bestimmt alle auch in einem Haul gezeigt. Ich weiß nicht, ob der schon online ist. Wenn ja, ist der in der Infobox und in der Infokarte. Ich weiß immer nicht, wie gesagt, in welcher Reihenfolge hier was ankommt. Oder in was ich wann hochlade.
Dann habe ich mir bestellt das Coco Cool Coconut Face Mist. Das ist jetzt auch gerade schön kalt. Das könnte man wahrscheinlich auch in den Kühlschrank packen. Ja, ist mit so einem ganz normalen Sprühkopf. Ja, ist halt ein Gesichtswasser. Hier steht auch drauf: Gesichtsspray mit Kokosnusswasser. Ja. Finde ich eigentlich immer ganz cool, so eine Gesichtsdinger. Ja, würde ich auf jeden Fall auch mal gründlich testen. Klang auf jeden Fall ganz cool. Oh, jetzt, weil das Paket gerade angekommen ist, ist es so kalt, weil es ne, draußen kalt ist und so. Lul. Und das letzte, es war wieder so ein Vierer-Paket, was ich mir zusammengestellt habe, war das Coco Treat Soothing Face Sheet Mask. Also so eine Tuchmaske. Wollte ich nämlich auch ganz gerne mal ausprobieren. Benutze also gerne Masken und probiere sehr gerne ganz viele Masken aus. Aber die hier hat mich ganz dolle interessiert. Hier, das sind dann so einzelne Dinger. Da sind jetzt 4 Packungen drin. 10 bis 15 Minuten Einwirkzeit steht hinten drauf. Ja, bin ich sehr gespannt. So Tuchmasken finde ich eh super interessant. Und das ist alles, was ich mir bestellt habe. 3 Sachen, die für mich neu sind und eine Sache, die ich schon hatte, aber die, wie gesagt, leer ist oder so gut wie leer ausgetrocknet. Die war auch die ganze Zeit nie ausgetrocknet. Die war immer noch richtig gut, aber ich glaube, weil jetzt wirklich nur noch so ein bisschen drin war, ist es natürlich schneller ausgetrocknet. Und ich glaube, ich habe auch blöderweise das Gefäß nicht richtig zugemacht, aber weil das schon so verkrustet war. Es ist ja auch schon ein bisschen älter, muss man dazu sagen. Aber ich finde, es hält sich immer alles ganz lange. Zumindest kommt es mir so vor. Ich bin auf jeden Fall gespannt, bei den 3 Sachen die auszuprobieren. Und hier bin ich dann auch mal wieder froh, eine Clear Mask aufzutragen. Ja, ich werde die Sachen jetzt natürlich alle wieder erstmal in meinen Schrank legen und mal gucken, wann ich zum Drehen komme für den Haul oder wann ich genug da habe. Ich muss halt dazu sagen, es kommen für mich noch ein paar mehr Sachen an, die ich am Black Friday bestellt habe oder in der Black Week bestellt habe oder am Black Weekend, I don't know, Cyber Monday. Obwohl Cyber Monday habe ich gar nicht so viel bestellt. Habe ich da überhaupt was bestellt? I don't know. Das würde ich dann eh alles noch zusammen zeigen. Ich dachte nur, ich mache hier wieder dieses Unboxing, weil ich das ja immer mache und ich das ganz cool finde. Und ich muss auch sagen, ich öffne momentan ja schon fleißig Adventskalendertürchen. Heute ist ja schließlich schon der 4. Und zwar habe ich ja den Adventskalender von Kupfergrün. Das ist der Shop, die Firma, whatever, von Kupferfuchs, der YouTuberin, Nadine. Und oh mein Gott, ich war so happy, als ich den Kalender ergattert habe, weil der ist limitiert und der war bei der ersten Rutsche quasi, war der schon so schnell weg, dass ich gar keinen mehr bekommen konnte. Als er rauskam gerade, war ich, glaube ich, gerade auf Arbeit oder so. Ja, und dann war ich sehr sad, aber zum Glück haben sie den dann doch, weil die Nachfrage so groß war, dann nochmal ein zweites Mal produzieren lassen. Und bei der zweiten Rutsche habe ich einen ergattern können. Da bin ich mega happy. Und bisher die Sachen, die da drin sind, finde ich schon ganz cool. Ich wollte ja schon immer eigentlich bei Kupfergrün bestellen. Damals sogar noch Luna and Ori. Da wollte ich eigentlich immer bestellen. Vor allem, weil ich halt auch einer Freundin so Sachen zum Geburtstag schenken wollte. Aber irgendwie immer kurz vor ihrem Geburtstag war es halt dann irgendwie, ja, habe ich zu spät dran gedacht quasi. Dann wären die Sachen nicht mehr pünktlich angekommen. Und für mich selber wollte ich eigentlich auch mal bestellen, aber habe es irgendwie immer vercheckt. Naja. Huch. Jetzt bin ich froh, dass ich den Kalender habe, weil jetzt kann ich mit dem Kalender so richtig viel von denen halt ausprobieren. Und vielleicht habe ich ja Sachen, die mir richtig gut gefallen. Das sind ja jetzt quasi so viele kleine Größen, halt Adventskalendergrößen. Und die könnte ich dann halt, wenn mir bestimmte Sachen besonders gut gefallen, dann kann ich mir die ja im Shop einfach in der normalen Größe quasi bestellen. Und dann kann ich halt überhaupt mal da bestellen und so. Aber ja, mega cool. Ich habe mich richtig gefreut. Und bisher fand ich auch alles ganz gut. Also es klingt bisher alles ganz cool, was ich da habe. Ich habe noch nichts ausprobiert. Ich zeige euch wahrscheinlich, wenn ich alle Sachen da habe, also wenn ich alle Sachen ausgepackt habe aus dem Adventskalender, dann zeige ich euch bestimmt, was jetzt im Endeffekt alles drin war. Momentan zeige ich euch das alles gerade auf Instagram. Also wenn ihr dieses Video seht, habe ich das euch bei Instagram gezeigt. Das liegt ja schon in der Vergangenheit dann. Das ist ja das, was ich immer so bei meinen Adventskalendern mache, dass ich das meistens so aufnehme, wenn ich die öffne. Und was mich ärgert, ich habe dieses Jahr keinen Adventskalender für Eddie. Letztes Jahr hatte ich einen für ihn und ich glaube davor das Jahr auch. Davor das Jahr war so ein übel langweiliger, aber letztes Jahr hatte ich, glaube ich, einen ganz coolen. Da habe ich auch jeden Tag gefilmt, was Eddie drin hat und wie ich ihm das dann gegeben habe. Aber dieses Jahr habe ich irgendwie den nicht mehr gefunden.
Ich dachte, die bringen dieses Jahr wieder einen raus, aber entweder gab es den nicht mehr oder den gab es dieses Jahr generell nicht. Und dann habe ich aber auch keinen anderen weiter bestellt und dann war es irgendwie schon der erste und dann war das irgendwie auch zu spät. Ich kam halt irgendwie nicht dazu. Ich muss auch sagen, ich bin dieses Jahr, was Weihnachtsgeschenke angeht, echt in Verzug. Ich muss noch richtig viel Weihnachtsgeschenke bestellen und kaufen. Und ich müsste da mal mit jetzt anfangen, weil sonst ist schwierig. Sonst kriegen die Leute nicht rechtzeitig ihre Geschenke. Ich weiß zwar eh nicht, inwiefern ich meine Familie zu den Weihnachtsfeiertagen sehe oder wen ich alles sehe, aber mal gucken. Ich hoffe, ich kriege noch alles rechtzeitig zusammen. Ich weiß nicht, ich bin dieses Jahr irgendwie schon wieder so in dem Stress drin, dass ich irgendwie immer nicht zum Weihnachtsgeschenke shoppen komme. Eigentlich will ich sowas immer an meinen freien Tagen machen, wenn ich in der Woche mal frei habe und so. Aber irgendwie habe ich das immer vercheckt. Ja, diese Woche arbeite ich ja von Montag bis Freitag. Oder habe ich von Montag bis Freitag gearbeitet. Das heißt, diese Woche ist dann eher, also könnte ich zwar am Wochenende los, habe ich aber auch keine Lust drauf. Nächste Woche Montag könnte ich ja dann, weil ich ja da frei habe. Aber ich glaube, ich sehe mich schon, dass ich darauf gar keinen Bock habe und hier zu Hause bleibe, weil ich habe fürs Wochenende eigentlich einiges geplant. Ich muss einmal noch meinen Vlog für Sonntag schneiden. Ich muss noch mein Geburtstagsgeschenke-Video abdrehen. Ich muss das Ganze noch schneiden, damit es für Mittwoch dann online geht. Ja, die Frage ist halt, schneide ich heute nach Arbeit, ich habe Spätschicht, meinen Vlog für Sonntag, dann wäre ich schon mal safe mit dem. Dann könnte ich Samstag mein Video drehen für nächste Woche Mittwoch, mein Geburtstagsgeschenke-Video. Vielleicht kann ich dann auch, vielleicht drehe ich Samstag oder Sonntag und je nachdem würde ich das dann halt Sonntag oder Montag schneiden. Oder den Vlog schneide ich erst am Samstag oder am Sonntag oder ich weiß noch nicht. Sonntag ist natürlich wieder kurz vor knapp. Ich meine, gut, ich habe diese Woche Mittwoch den Vlog auch wieder super knapp noch kurz vorher geschnitten, aber da kann man auch erst 14 Uhr online. Sonntags kommt der Vlog immer um 12. Ich kann natürlich auch wieder machen, dass er einfach später kommt, aber ist auch irgendwie scheiße. Der letzte Vlog jetzt Sonntag kam ja schon wieder mega spät. Huch, glaube ich. Ich muss mal gucken. Dann ist auch die Frage, wann schneide ich im Laufe der nächsten Woche wieder den Vlog für nächsten Sonntag sozusagen. Schwierig, schwierig alles. Mal schauen. Das heißt, ich komme schon wieder gar nicht dazu zu shoppen. Also das Gute ist, viele Geschenke bestelle ich online. Das ist immer super. Aber einige Geschenke kaufe ich auch im Laden. Und das ist dann halt irgendwie schwierig. Naja, gut. Ich habe wieder mehr gelabert, als ich eigentlich wollte. Ich habe euch hier gezeigt, dass ich bei Hello Buddy bestellt habe am Black Friday. Ich bin gespannt, wann meine anderen Pakete ankommen. So viel ist es gar nicht. Ich habe, wie gesagt, bei Hello Buddy bestellt. Ich habe bei ASOS bestellt, bei Ava & May. Und dann hört es auch schon wieder auf. Und ein paar Kleinigkeiten bei Etsy. Aber die habe ich, glaube ich, erst am Cyber Monday bestellt oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die bestellt habe. Relativ. Oder sogar erst am. Ich weiß es nicht mehr. Lol. Ist ja auch egal. Gut. Das war's. Peace.